und bitte. Wir haben euch heute zwei Quickies mitgebracht. Nummer 1. Die Kerze im Aufzug. Wir sehen, dass die Kerze in unserem Aufzug hochfährt, sobald die Kerze erloschen ist. Wenn wir das Glas schnell über die Kerze stülpen, dann sehen wir Bläschen, das blubbert. Die Bläschen beim Blubbern zeigen uns, dass etwas aus dem Glas entweicht. Die Luft, die durch die Kerze warm gemacht wird, braucht nämlich im Glas viel mehr Platz als die kalte Luft. Sobald die Kerze aus ist, kühlt sich die Luft im Glas wieder ab. Der Druck im Glas ist jetzt kleiner als der Außendruck. Der Außendruck drückt praktisch das Wasser durch das Glas hinein und so fährt unsere Kerze im Aufzug nach oben. Aber was da genau passiert, das schauen wir uns jetzt an. Die Erklärung mit der heißen Luft, die sich wieder zusammenzieht, reicht alleine nicht aus, um den Unterdruck in unserem Glas zu erklären. Deswegen zeigen wir euch hier, was noch passiert. Die Kerze brennt ja in unserem Glas und in der Luft befindet sich Sauerstoff und mit diesem Sauerstoff reagiert nun die Kerze. Unsere Kerze besteht dabei aus Paraffin. Das ist eine lange Kohlenwasserstoffkette. Hier die Cs, das ist der Kohlenstoff und daran angedockt die Hs, das ist der Wasserstoff. Wenn die beiden jetzt mit dem Sauerstoff reagieren, dann bilden sich zwei Sachen. Einmal bildet der Wasserstoff mit dem Sauerstoff zusammen H2O, das ist ganz normales Wasser. Und zusätzlich dazu reagiert der Kohlenstoff auch mit dem Sauerstoff und bildet CO2, also Kohlenstoffdioxid. Kommen wir nun zu Quickie Nummer 2. Zuerst machen wir etwas Essig in unser Gefäß. So, das sollte schon reichen. Und als nächstes ein Paket Backpulver dazu. Hier in diesem Behälter bildet sich jetzt Kohlenstoffdioxid und das ist schwerer als Luft und wird den Behälter bis oben hin damit füllen. Und wenn ich jetzt eine Kerze hier reinhalte, dann schaut mal, was passiert. Die Kerze geht also aus. Das heißt, das CO2 verdrängt den für die Kerze notwendigen Sauerstoff. Und weil es schwerer ist als Luft, können wir das auch daraus gießen. Wenn ihr ganz genau hinschaut, da könnt ihr sogar sehen, dass CO2 schwerer als Luft ist. Achtet mal auf den Rauch von der Kerze. Hier kann man das sehen. Der wird durch das CO2 mit nach unten gezogen, weil das da drüber fließt. Tada! Also, wir haben ganz viel Neues für euch in Planung. Ein neues Intro, neue Folgen. Und falls ihr weiterhin auch Quickies sehen wollt, dann schreibt uns das in die Kommentare bei Facebook oder bei YouTube. Falls ihr Simon in lustigen Kostümen sehen wollt oder mich oder was immer ihr mit uns anstellen wollt, schreibt uns. Nein, wir sollen uns schreiben. Achso, ich dachte wie früher. BTN3. Drücke die 1. Für Simon in lustigen Kostümen wählt die Endziffer 3. Okay, sollen wir das so machen? Nö.